und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wie ihr im Titel schon gelesen habt, habe ich meinen Fuhrpark so ein klein wenig erweitert und ihr seht im Hintergrund mein Opel Insignia, mit dem ich viele, viele Lost Place Abenteuer schon gemeistert habe. Aber ich habe mir gedacht, hey, ich brauche noch ein anderes Auto, um kostengünstig von A nach B zu kommen. So, jetzt will ich das Geheimnis mal lüften und euch mal zeigen, was ich gekauft habe. So, da steht da, das ist ein Smart 450, Baujahr 2001, ungefähr mit 45 PS, hat auf dem Tacho ungefähr 220.000 Kilometer gelaufen, ist natürlich im Diesel genauso wie der Insignia auch. Es ist ein Cabrio geworden, was für mich gar keine große Bedeutung hat, aber das ist schon ganz schön, jetzt bei aktuell 36 Grad. Und das Fahrzeug ist jetzt gerade frisch vom Folierer gekommen. Es wird auch nicht mehr so viel an dem Fahrzeug passieren. Ist jetzt aktuell ein neuer Scheinwerfer reingekommen. Da kommt eine neue Frontscheibe rein, weil hier hat Steinschläge. Aber sonst ist das Auto ganz, ganz cool. Liegt ungefähr bei 3 Liter auf 100 Kilometer. Und naja, letztendlich, wer mich privat kennt, ich arbeite in Felbert, der weiß, günstiger kommt man nicht zur Arbeit als mit dem Smart. Ja, der Unterhalt ist extrem wenig. Und das Auto ist auch, wenn man es mal öffnet, ziemlich minimalistisch gehalten. Wenig Technik drin, die dementsprechend kaputt gehen kann. Fahrzeug ist ein Hecktriebler. Und ich muss sagen, ich habe mit dem Fahrzeug schon ein Lost Place Abenteuer gemacht. Ich war bei der Dr. Merkel Villa in Norddeutschland und das Auto, ja, echt eine verdammt gute Figur gemacht und ich finde, das sollte man auf jeden Fall auch mal so ein bisschen erwähnen, dass das Auto ja seine Dienste und seine Zwecke auf jeden Fall erfüllt. So, mir war es wichtig, euch mal so ein kleines Update zu geben, was es denn jetzt auf sich hat, dass ich meinen Fuhrpark so etwas erweitert habe und naja, ihr werdet natürlich den Insignia und den Smart demnächst auch auf zukünftigen Lost Place Abenteuer sehen. So, da es jetzt verdammt warm ist, wir haben jetzt gut 36, 38 Grad, werde ich jetzt mal gucken, dass ich mir eine Abkühlung besorge. Vielen Dank fürs Zusehen, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid und ich wünsche euch noch einen schönen sonnigen Tag. Bis demnächst, ciao und tschüss.